ganz ideal, aber es ist schön, aber das sind... Ja. Genau. Es ist halt eben immer mit Leica erst. Dieses eine Mal waren wir aufs Paddeln nicht vorbereitet, filmtechnisch. Und haben natürlich dann kaum Ausrüstung mitgenommen. Eine Schnecke auf dem Geier. So, das ist zwar jetzt ein Video, aber das kann man was machen. Na, ja, dann mal los. Ja. Wir zwei Mickermäuse in Schweden auf irgendeinem Fluss, den wir nicht kennen, auf einer Fahrt zu einem Ziel, was wir nicht kennen. Wir würden vielleicht jetzt mal beidrehen und in den Hafen von, ich glaube, Aarhus, nicht in Dänemark, sondern in Schweden. Genau. Heißt das Aarhus? Ich glaube, es heißt Aarhus. Ich kann das mal mir jetzt mal und so gucken mal, ob wir da hinkommen und ob wir im Hafen nicht niedergemäht werden. Hafen ist hier. Ja. Alles ja, klar. Dann bis später. Ja. Nicht in Dänemark, in Schweden. Ja, da kommt jetzt so unser erstes kleineres Schiffchen. Der macht etwas mehr Wellen. Der Hafen war ja schon sehenswert. Ansonsten ist das ja hier einfach auch sehr idyllisch. So, wir sagen mal tschüss. So, wir sind angekommen tatsächlich. Das ist hier der Steg. Wir sind froh, dass wir den Ausstieg nicht gefilmt haben. Aber ich sag mal so, im Prinzip ganz idyllisch. Ja. Und da sind wir nun. Wie weit sind wir jetzt gepaddelt? Also 9 Kilometer waren das jetzt. 2 Stunden und auf der Karte werde ich dann hinterher noch mal zeigen, wie wir gepaddelt sind. So, das war auf jeden Fall der Laden, wo wir die Kajaks ausgeliehen haben. Falls jemand mal Lust hat.
Lust haben, das nachzumachen, ist empfehlenswert. 2 Stunden kosten 500 schwedische Kronen.